Das Bergbaumuseum in Oelsnitz war am 10. Mai Zwischenstation der 15. Oldtimer-Ausfahrt, der sogenannten Schwanenklassik. Organisiert hatte sie wieder die Interessengemeinschaft Oldtimer der Westsächsischen Hochschule Zwickau, WHZ. Etwa 170 Autos und 30 Motorräder zählte der Konvoi in diesem Jahr, der am Hochschulcampus an der Zwickauer Scheffelstraße gestartet war und rund 80 Kilometer durch die Region reiste. Neben der mittäglichen Versorgung stand auch eine Führung durch das Oelsnitzer Museum auf dem Programm. Zurück am August-Horch-Bau der WHZ erwarteten die Teilnehmer dann weitere Programmpunkte rund um die Oldtimer und die traditionellen Benzingespräche.